Hi Leute, schön, dass ihr heute reinschaltet zu einem neuen Video über Last Epoch. Und heute ist ein heißes Thema. Jetzt gerade, wo ich auch durch Twitter durchgehe, sehe ich, brisante Meldungen sind unterwegs zu diesem Game. Es wird sehr stark davon abgeraten, Hardcore-Charaktere zu spielen. Warum, gucken wir uns gleich genauer an. Es wurde auch ein neuer Patch aufgespielt. 450 MB war der groß, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir werden heute das alles beleuchten und vor allem eben kurz auf die wichtigsten Sachen direkt am Anfang eingehen. Das haben wir nämlich hier auf Twitter. Und hier seht ihr nämlich Urgent Notice. Das ist jetzt vom Stand des Videos heute hier 12 Stunden her. Also bei mir ist es gerade 10 Uhr morgens am Freitag. Und hier wird wirklich davon abgeraten, Hardcore-Charaktere zu spielen. Es gibt Berichte von Spielern, dass Hardcore-Charaktere, also wenn die sterben, dass das den Standard-Truhenplatz irgendwie negativ beeinflusst, dass dann nämlich Sachen weg sind aus der Standardkiste, die Items und so weiter. Und sie werden weitere Updates innerhalb von 60 Minuten bringen. Also es ging heiß her wohl dann vor 12 Stunden. Und wir sehen das hier auch noch an einigen Updates hier, die hier kamen, wie ihr seht. Also hier geht wirklich was ab gerade. Sie sagen, sie haben, glaube ich, jetzt, also hier war noch unverändert. Ne? Sie versuchen das so schnell wie möglich zu beheben. Dann, sie werden hier gerade ein Build zusammenstellen, um dieses Problem zu fixen. Und der Patch soll in den nächsten 2 Stunden raus. Das ist vor 7 Stunden gewesen. Dann kam hier ein Hotfix. This Hotfix addresses the issue with the death of a hardcore character deleting standard character stash data. Also hier wurde schon dieser Hotfix dann tatsächlich wie fast angekündigt zu dieser Uhrzeit rausgehauen. Und es sieht so aus, als ob dieses Problem jetzt auch in Ordnung ist. Wir gucken mal nochmal kurz rein. Also sie bewerten, also die Leute, hier einer bewertet jetzt 10 von 10, was die Kommunikation angeht, das finde ich auch. Sie haben jetzt hier wirklich, und das haben sie bisher auch schon bewiesen, wirklich gut kommuniziert und wirklich sich hart eingesetzt, um Probleme zu beheben. Ist natürlich gar nicht gut, wenn man mit seinem Hardcore-Charakter stirbt und dann irgendwas aus seinem Standard-Repertoire verliert an Gegenständen. Das sollte in so einem Game auf keinen Fall vorkommen, das kann man definitiv auch mal festhalten. Aber es scheint so zu sein, hier hat niemand jetzt momentan geschrieben, dass das nichts gebracht hätte. Das kenne ich von einem anderen Spiel, wo die Leute sagen, okay, euer Patch hier hat überhaupt nichts gebracht. Hier sieht es so aus, als ob dieses Problem jetzt vom Tisch ist. Das heißt, ihr könnt wohl eure Hardcore-Charaktere wieder spielen. Da bin ich selbst auch froh, denn ich spiele ja eigentlich, habe mit Hardcore-Charakter angefangen. Wir können das jetzt also wieder machen. Das ist schon mal schön. Eigentlich wollte ich euch heute im Video hauptsächlich hier ein Update bringen, nämlich der Patch 1.0.1, der gestern auch rausgekommen ist, also vom Stand des Videos heute. Und ihr könnt hier die offiziellen Patch Notes lesen. Ich habe euch den Beitrag in deutscher Fassung sporadisch übersetzt, inoffizielle Übersetzung, ja, nur dass ihr es nochmal wisst, schreibe ich aber auch hier dazu hin. Hier ist englische Patch Notes, falls ihr die lesen möchtet. Einfach ein kleiner Überblick, dass ihr seht, Bugfixes, zu den Fähigkeiten kam einiges, Acolyte, Sentinel, Primalist, wie ihr seht, teilweise Performance-Probleme bei manchen Skills, wenn die ausgelöst wurden, falls ihr da irgendwas erfahren hattet, da gibt es jetzt hier Behebungen, dass es nicht mehr zum Problem gibt, kommt in Zusammenhang mit irgendwelchen Fähigkeiten von bestimmten Klassen. Dann wurde die Controller-Steuerung weiter optimiert, wie ihr hier sehen könnt, gibt es euch nur mal ganz rausgezoomt als Überblick, ja. Das könnt ihr auch nochmal nachlesen, falls ihr euch im Detail interessiert. Ich denke, diese lange Liste runter zu labern wäre jetzt nicht so toll fürs Video. Sonstige Fehlerbehebungen fürs User Interface wurde einiges gemacht, wie ihr seht. Und hier habe ich aber auch von den Leuten Rückmeldung teilweise gesehen, dass da immer noch kritisiert wurde, dass im User Interface immer noch Sachen dabei sind, die nicht passen und die nicht mit diesem Patch behoben wurden. Weiß ich nicht, ob das euch jetzt auch betrifft. Hier gibt es Quests und Szenen, wo sie auch Sachen gemacht haben, überarbeitet haben, wo es zu Problemen kam, wo irgendwelche Sachen verdeckt wurden, zum Beispiel auch dann allgemeine Änderungen, was sie gemacht haben mit diesem neuen Patch. Zusammenführen von Fraktionsfortschritten beim Verlassen von Solo Character Found, also SCF oder Solo Account Found, SAF. Ja, das wurde hinzugefügt und dann wurde noch angekündigt, weitere Korrekturen kommen. Also sie danken ganz herzlich, ne, für die fortlaufenden Einreichungen von Fehlerberichten und dem Feedback. Das Team arbeitet intensiv an der Behebung weiterer Fehler, Verbesserungen und anderer Änderungen. Wir werden weiterhin Patches wie diesen in den kommenden Tagen und Wochen veröffentlichen.
Ich finde, das sieht hier, deswegen habe ich es auch rausgesucht und euch einfach mal als groben Überblick gegeben, sieht das doch hier so aus, als ob die wirklich hart bei der Arbeit sind, hier Sachen rauszuhauen, dass das Spiel noch besser wird und das, was alles aufgefallen ist, jetzt eben auch noch korrigiert wird im Laufe der Zeit. Und damit einfach mal kurz weiter hier, das war die Ankündigung eigentlich zu diesem Patch. Dann gucken wir noch kurz vorbei zu diesem Video, denke ich mal ganz passend, wie geht es dem Spiel momentan. Das ist auf Platz 8, also nicht viel negativ verändert, was wir das letzte Mal im Video angeschaut haben zu Last Epoch. Wir haben hier nochmal kurz, dass wir drauf schauen können. Die Zeichen stehen ganz gut momentan. Also es ist 10 Uhr morgens bei mir. Natürlich in anderen Ländern ist es eine bessere Uhrzeit für manche. Es sind 114.000 Leute im Spiel. In den letzten 24 Stunden war die maximale Spielerzahl bei 185.000. Allzeithoch war 264.000. Also da wurde wirklich der Zenit erstmal erreicht. Das war 5 Tage zuvor. Angesichts der Probleme, die jetzt momentan auch noch bestanden haben, es hat sich von meinem Gefühl her ein bisschen gebessert noch weiter mit der Server-Performance und dem Wechsel zwischen Stadt und weiteren Zonen. Könnt ihr mir aber auch gerne euer Feedback da lassen, wie es bei euch mittlerweile ist mit dem Online-Spiel. Würde mich auch mal interessieren, wie das da allgemein jetzt so geholfen hat mit den Patches. Ansonsten, ja, es sind weniger Spiele natürlich geworden. Ich habe das jetzt hier ein bisschen rausgezoomt. Wenn man jetzt so guckt, es geht langsam ein bisschen runter hier, ne, mit dem Interesse. Das ist aber völlig normal. Es sind jetzt keine harten Drops, die hier kommen. Aber ich finde, das ist jetzt nicht eine besorgniserregende Entwicklung, dass es hier ein bisschen runtergeht. Ist völlig klar. Der Hype war erstmal hier ganz groß. Und langsam pendelt es sich dann wahrscheinlich irgendwo auf einer Ebene ein. Ich bin mal gespannt, wo das hier sein unteren Punkt erreicht, wo es dann hin und her pendelt auf dem Bereich. Bin mal gespannt, ob das über 50.000 bleibt auf lange Sicht. Das fände ich jetzt super gut. Lasst mich gerne auch eure Prognosen wissen, was ihr dazu denkt. Und ansonsten, ja, sind wir mal froh, dass das jetzt wieder klappt mit dem Hardcore-Problem, was da bestanden hat. 76 immer noch im grünen Bereich bei Metacritic, 5.7 bei User Score, bei den Bewertungen auch okay soweit. Und dann denke ich auch, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Wenn sie so weitermachen und so fleißig weiter dabei sind, denke ich, das Spiel wird sich in den nächsten Wochen wirklich stabilisieren. Dann werden sich auch die Spielerzahlen stabilisieren. Und dann wird das Game, denke ich mal, einen guten Weg nehmen für die Zukunft. Bin gespannt. Ich werde es mit Sicherheit demnächst mal wieder streamen. Und kommt natürlich gern vorbei, falls ihr mit am Start sein möchtet. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute, und